Herzlich willkommen bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Hier ein kleines Rätsel vorab. Was kann das bedeuten in Bezug auf das Fahrzeug, was wir hier heute in der Vorstellung haben? Die Auflösung kommt jetzt, die meisten wissen schon. Ein Opel Manta, in dem Fall ein GTE Typ B. Also wir haben ja auch Manta A, aber hier haben wir Manta B. Eine Modellgeneration von 1975 bis 1988 produziert. Und ich dachte mir, warum nicht auch mal ein Opel, in dem Fall ein Oldtimer. Ich hatte noch nie einen Opel gehabt. Ich bin bekanntermaßen ja auch mehr der Audi-VW-Mensch. Aber es hat sich angeboten, hier mal diesen wunderschönen perlmuttweißfarbenen Opel Manta GTE hier unter die Videolupe zu nehmen, denn man sieht diese Fahrzeuge ja im heutigen Straßenverkehr so gut wie gar nicht mehr. Wir lachen auch nicht mehr heutzutage über einen Manta, das hat man so Anfang der 90er gemacht, wir wissen es alle noch, Manta-Witze, Blondinen, Friseusen und so weiter, Manni, Berti, Til Schweiger hat sich ja im Prinzip damals, war ja das Sprungbrett der altbekannte Film Manta, Manta. Da hieß er tatsächlich Berti und hat da also einen aufgebrezelten Benetton Manta B GTE gefahren. Und hier haben wir, der Kenner sieht es, einen Umbau von einer damaligen zeitgenössischen Tuning-Firma, eines Tuning-Unternehmens. Wir wissen oder wir kennen alle noch die Begriffe Lexmaul, Irmscher und es gab auch hier Manzel. Dazu gab es noch Zender. Viele dieser Tuning-Firmen haben sich an diesem Manta geübt, sag ich mal, teilweise auch vergangen, in Sachen Bodykits, in Sachen Leistungssteigerungen von Motoren und so weiter und so fort. Es gab natürlich auch von Irmscher diese Sonderumbauten Manta i200 oder diesen Manta 400 sogar, so ein Homologationsmodell. Und hier haben wir einen Opel Manta B GTE als Grundversion, der praktisch umgebaut wurde, was den Bodykit anbelangt, von der Firma Manzel. Das heißt, wir haben einen anderen Heckansatz, einen anderen Seitenschweller. Also die ganze Geschichte hier an der Seite, an der Flanke, wie man hier sieht, ist von Manzel, wie auch der voluminöse Heckspoiler. Und das Ganze ist dann garniert in der Farbe, die man eigentlich von Audi kennt, Perlmuttweiß Metallic, mit einem leichten Gelbstich, der aber so gewollt war. Und dieses Fahrzeug ist wirklich rostfrei, hat eine H-Zulassung bekommen im Jahre 2010. Mal kurz zur Historie. Dieser Manta ist zugelassen im Jahre Januar 1980. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein 40 Jahre altes Auto stehen. Und gemessen an dem Alter, muss ich sagen, steht der Wagen wirklich sehr, sehr gut da. Zustand ist 2 minus. Es gab im Jahre 2017 ein Wertgutachten mit einem Wiederbeschaffungswert von immerhin, sage und schreibe, 16.500 Euro. Und der Wagen wurde bis 1989 bewegt, bis zum Kilometerstand 102.000 oder 103.000 Kilometer und wurde dann stillgelegt und eingemottet. Erst im Jahre 2010 wurde dieser Opel Manta GTE wieder zum Leben erweckt und hat dann auch diese H-Abnahme bekommen, erfolgreich, trotz Bodykit von Manzel, weil bei zeitgenössischem Tuning ist das ja durchaus legitim. Hier haben wir auch seltene ATS-Leichtmetallfelgen verbaut in der Größe 7x13. Diese ATS-Felgen nennen sich 7035, sind mittlerweile sehr, sehr selten zu bekommen und haben eine ET, also Einpresstiefe von 20. Ansonsten ist der Manta, was die Technik anbelangt, im Originalzustand. Das heißt, wir haben hier ein 2 Liter E, also Einspritzer mit einer mechanischen Einspritzanlage mit 110 Pferdchen und gemessen an dem Leergewicht, ich meine von um die 1000 Kilo rum, fährt sich dieser Wagen auch recht flott, auch für heutige Verhältnisse, muss ich sagen. Wir machen dann nochmal einen Teil 2 mit einer Inboardfahrt
Und auch der Klang, muss ich sagen, klingt sehr voluminös für den Vierzylinder. Ähnlich wie in dem Pirelli GTI, den wir hatten. Und riecht auch so schön noch, ohne Cut. Ja, wir kennen auch noch alle den alten Spruch, Leistung satt, ohne Cut, mein Auto fährt auch ohne Wald. Das waren die Sprüche, die man damals auch gerne auf diesen Fahrzeugen dann gefunden hat. Für diejenigen, die dann Katalysatoren Mitte der 80er Jahre nachgerüstet haben, beziehungsweise ohne Cut gefahren sind, die hatten dann quasi diesen Aufkleber drauf. Ja, wir gucken mal kurz rein. Also der Lack präsentiert sich hier wirklich im hervorragenden Zustand. Scheckheft gibt es, bis 103.000 geführt. Wie gesagt, dann war er lange Zeit eingemottet, der Wagen. Und wurde dann 2010 zum Leben erweckt. Und 2017, nachdem in 2010 die IH-Abnahme gemacht worden ist, hat der Wagen seitdem nur 5.600 Kilometer gefahren. Der Tacho ging in 103.000 Kilometer wohl defekt. Und es kam dann ein neuer Tachometer rein, der jetzt 5.600 Kilometer anzeigt. Das heißt, wir haben rund 6.000 Kilometer Original-Laufleistung. Auch dieses Gutachten sagt aus, dass dieser Wagen rostfrei ist. Und das macht die Sache natürlich für Opel-Jana oder Manta-Interessenten immer ganz interessant, sage ich mal. Und hier haben wir auch die typischen Recaro-Sitze, die hier wirklich in einem hervorragenden Zustand sind. Man kann es sehen. Und man bietet auch guten Seitenhalt. Wir haben hier ein zeitgenössisches Lenkrad mit Alustreben drin. Und wenn man hier die Schaltkulisse sieht, sieht man, dass man ein Vierganggetriebe hat. Das war damals so Standard. Fünfgang gab es erst später. Und der Manta GTE wurde übrigens ja auch nur bis 1988 gebaut, hieß dann aber nicht mehr GTE, sondern ab 1985 wurde diese Namensnomenklatur abgeändert in GSI und auch der Chromzierrad fiel weg. Es wurde alles ein bisschen schwarz eloxiert, das sind sportliche, andere Alufelgen und zum Schluss gab es, glaube ich, meiner Meinung nach auch nur noch diese Manta GTIs, GSI exklusiv, gab es auch nochmal ein Modell und wir gucken mal vorne rein in die. Ah nee, das war falsch. Das ist alles hier ein bisschen schwergängig. Haube ist schon offen. Schauen wir uns mal den Motor an. Wie gesagt, Vierzylinder. Moment. Ich drehe euch mal auf den Kopf. Wo ist er? Hier. Also, wir haben hier ein 2 Liter E und ab 78 gab es dann hier auch diesen Querstrom-Aluminium-Zylinderkopf und eine oben liegende Nockenwelle. Man sieht, das sieht hier alles sehr aufgeräumt aus. Man kann hier gut schrauben. Ist auch einige schon neu gekommen. Auch hier Zündkabel sehen frisch aus. Letzte Inspektion war dann natürlich auch nach 2010. Der Wagen ist, wie gesagt, wenig gefahren worden, auch nur in den Sommermonaten. Wir sehen hier wirklich keinen Rost. Und für diejenigen Interessenten wird hier dieses Video gemacht. Ich mache hier keine Kaufberatung. Dafür bin ich zu wenig Opel, sagen wir mal nicht Opel-affin, sondern wenig Opel geeignet von dem Basiswissen her. Da bin ich zu wenig in der Materie drin. Dennoch kann ich natürlich hier so eine Video-Zustandsbeschreibung machen, weil dieser Wagen zum Verkauf steht im Kundenauftrag. Dieser Manzel GTE und dafür macht es immer Sinn, zum einen für Interessenten und zum anderen aber auch mal um Oldtimer hier bei Skibas Youngtimer Kaufberatung im Videoportfolio zu haben. Und demnächst habe ich auch noch mal einen weiteren Opel, lasst euch mal überraschen, für Opel-Fans durchaus interessant. Ja, wie gesagt, hier Jahrgang 1980 und zwar Januar 1980, Opel Manta GTE mit einer originalen Laufleistung von 106.000 Kilometer mit Manzel Body Kit 7J x 13 ATS 7035. ET20 Aluminiumfelgen. Es gibt wohl noch einen weiteren Satz Alufelgen,
deren Fabrikat ich aber jetzt bei mir entfallen ist. Deswegen, aber ich kann durchaus da nochmal Bilder einpflegen im Inserat dann von diesen weiteren Felgen. Es gibt alle Unterlagen, alle Dokumentationen hierzu, zu diesem schönen Manta. Und ich werde jetzt im Teil 2 nochmal eine Inboardfahrt machen, um mal zu erfahren, wie sich so ein Opel Manta fährt, der 40 Jahre alt ist. Insofern sage ich erstmal Tschüss an diesem sonnigen Wochenende im Januar 2019 und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung. Ciao, ciao.